Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Wind Waker und heute möchte ich unsere Mission ganz gerne Mission Zauberwasser taufen. Und ich will gar nicht viel Worte verlieren, denn wir haben nicht so viel Zeit und wir schnappen uns mal mit unserer Flasche etwas Wasser. Und ihr seht schon, es glitzert. Oh, wir haben glitzerndes Wasser. Du hast tantopisches Wasser in die Flasche gefüllt. Du kannst es so oft verwenden, wie du willst. Allerdings verpufft seine Wirkung, sobald es sich länger als 20 Minuten außerhalb von Tantopia befindet. Okay, ihr seht, ich habe Müll erzählt im letzten Part, denn wir haben 20 Minuten Zeit, nicht 10. Und trotzdem hoffe ich, dass ich es dann in diesem Part dann alles schon schaffe. Wir müssen uns jetzt trotzdem beeilen. Ich weiß nicht, ob wir das so easy going schaffen hier. Wir müssen jetzt zu 8 kleinen Krogs, die ihren Baum da verzweifelt versuchen aufzupeppen. Und wir haben das Wundermittel, das dazu beiträgt, dass die Mission erfolgreich verläuft. So. Wir brauchen unser Segel natürlich. Wir werden nämlich jetzt... Schauen wir mal schnell auf die Karte, da haben wir es. Da sind sie alle und wir steuern direkt mal auf den ersten zu. Nämlich auf dieser Insel. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich immer brauche. Wahrscheinlich... Ich muss mal schauen, wie lange der Part dauert. Dann werde ich am Ende das vielleicht rausschneiden müssen. Aber ansonsten, ich zeige euch auf jeden Fall meine Route, die ich hier genommen habe. Damit ihr ungefähr nachvollziehen könnt, so, ja, wie man es in etwa schaffen kann. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt beim ersten Mal. Kann ja auch sein, dass ich jetzt hier fail. Das wird hier übrigens die Insel sein, zu der wir als nächstes kommen. Also können wir uns schon mal einstellen, was hier so abgehen wird. Und ich merke gerade, dass ich überhaupt nicht weiß, wo gerade dieses Ding ist. Okay, hier kann man sich auch nicht hochhangeln, ist ja auch ganz toll. Ja, diese Krux muss man natürlich auch noch finden auf den Inseln. Und da wir hier noch gar nicht waren, ist es jetzt gerade ein bisschen blöd. Aber ich hoffe, das schaffen wir jetzt gleich mal auf die Schnelle. Kommen wir da einfach rüber oder müssen wir unser Blatt benutzen? Ah, es geht ja schon mal gut los hier. Ja, hier kommen wir rüber. Okay, wir wollen nicht in dieses Loch, oder? Wollen wir? Doch, wir müssen in dieses Loch. Verdammt. Jetzt machen wir hier schon fast die Insel mit. Ich werde jetzt hier einfach durchrennen, egal was passiert. Ach Gott. Bäm. Bleib stehen, Mann. So, wir müssen uns jetzt hier den Weg durchbahnen. Also diese 20 Minuten sind doch realistisch wahrscheinlich. Ja, nicht so weit, Mann. Oh, verdammt. Die Sicht ist hier auch echt schlecht. So. Weiter. Ja, stehen bleiben. Oh, ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall, Leute. Oh, das war nicht so schlau. Na gut, doch. Jetzt kommen wir wenigstens hier hoch. Gehen wir einfach mal höher, genau. Höher gehen ist immer gut. Rüber da. Wir müssen einfach nur hoch. Ich will hier gar nicht weitermachen. Ich will hier einfach nur... hoch. Wir müssen hier irgendwie vorbei. Oh, verdammt. Oh, ich will doch nur diesen verdammten Krogs da finden. Müssen wir den besiegen. Kommt da eine Pflanze raus? Nein. Och bitte, ich will doch gar nicht weiter hier irgendwas haben, machen, tun. Ja, okay, ich hätte mich wohl besser vorbereiten sollen. Wir müssen nämlich in die Mitte irgendwie gelangen. Ich weiß nicht wie, aber... Ah, anscheinend hier durch, ja. Stirb, stirb. Ja, vergesst das alles, was ihr hier gerade seht. Dürft ihr alles noch gar nicht sehen, Leute. Das ist nämlich alles noch... Spoilern. Das ist Spoilerei. Wir müssen fackeln, was das Zeug hält. Okay, ich kann euch versprechen, diese Insel wird als einzige so schwer sein, diesen Krogs zu finden. Na okay, ich kann es euch nicht versprechen, aber zumindest weiß ich, dass es die meisten Inseln doch einfacher sind, diesen Krogs zu finden und da zu bedienen. So, da ist der Übeltäter, da hat sich ja den tollsten Platz hier ausgesucht. Wir gießen unser glitzerndes Wasser auf ihn und dann sehen wir, was passiert. Hui, die Wirkung setzt schnell ein und yeah. Wie der Robo-Dance. So. Wir reden auch gar nicht mit dem Typen hier. Keine Zeit dafür. So. Und dann werden wir uns mal mit unserem tollen Wirbelsturmwind hier, Lied zum nächsten Krogs wirbeln lassen. So. Und dazu gehen wir einfach mal wieder zurück nach Tantopia. Und von da aus geht's dann nach Nordwesten. Ja, es könnte doch ein bisschen dauern, merke ich gerade. Also,
Wenn wir 20 Minuten Zeit haben, 15 Minuten geht ja so ein Part. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde so ein bisschen rausschneiden. Nehmt's mir nicht übel, bitte. Das Wichtigste werde ich zeigen. Wir brauchen nämlich jetzt erstmal Wind. Wind, Wind, Wind. In die richtige Richtung natürlich. Das sollte man immer machen. Man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen bei dieser Mission hier. Denn je schneller man vorankommt, desto besser. Und je, wenn man Idealwind hat, kommt man natürlich schneller voran. Ah, immer dieses Gewechsel, Mann. So. Okay. Der folgende Krux ist auf unserer eigenen Insel. Auf unserer Special-Insel hier. Ja, da das unsere Insel ist, da weiß ich schon, dass der Krux hier gleich in der Nähe ist. Das heißt, der ist schon mal kein Problem für uns. Ich überlege gerade meine Route, die ich mir so vor Augen gerade mache. Wo wir denn als nächstes hinfahren? Krux, ich komme! Ich sehe dich schon. So. Wir parken in unserer Einfahrt. Haha, schön wär's. Und erklimmen unsere eigene Insel, um diesen Krux da, diesen Eindringling. Da, so. So. Los, Baum, wachse. Oh. Ja, ich wollte dem Baum jetzt etwas vorspielen. Vielleicht wirkt das ja auch. Wer weiß. Tada! Der zweite Baum. 2 von 8. Das macht Spaß. Immer mal wieder dabei sein hier. Bäume zu pflanzen. Bäume zum Leben erwecken. Weiter geht's, sag ich mal. Und wir teleportieren uns diesmal wieder woanders hin. Schön, dass diese Krux wenigstens auf der Karte so verzeichnet sind und ein bisschen hervorstechen. Das wäre ja noch schöner. Wir gehen jetzt mal... Oh, die sind sogar grün, die wir schon haben. Oh, das ist sehr schön gemacht. Ich bin zufrieden. Hätte ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich bin schon wieder ein bisschen heiser, irgendwie. Gut, vom Turm der Götter aus geht's weiter zum nächsten. Wo aber genau, weiß ich jetzt auch gar nicht. Da, einfach folge dem Wind. Ja, das ist jetzt zum Beispiel nicht ideal, Wind. So, ich habe das Gefühl, wenn ich so mache, komme ich immer ein bisschen schneller voran. Und ich glaube, das stimmt auch. Oh, hier ist ein Schatz. Den holen wir uns aber dann doch erst später. Weil wir müssen uns ja um die Krux kümmern. Auf dem Feenkordial ist er ein. Guten Tag, ich bin der Wasserlieferant. Sie haben ein Glas tantopisches Wasser bestellt? Kommt sofort. Das macht dann 250 Rubine, bitte. Ja, ich müsste dadurch Geld einnehmen. Das wäre eigentlich schlau von mir, wenn es gehen würde, leider. Geht es nicht. Ja, das war Nummer 3. Hey, hey, hey. Es geht voran. Mal sehen, wo wir jetzt hinfahren. Oder hinwirbeln. Dabei regnet es so schön, ja? Das müsste doch auch fruchten. Wir fahren nach Preludion. Preludion. Und von dort aus geht's dann nach Nordosten, glaube ich. Ja. Da, das wäre... Ja, das ist richtig. Ja. Okay. Ja, diese Mission ist sehr spannend. Von einem Ort zum anderen zu reisen, ist natürlich immer wieder ein Spaß hier in Zelda. Und oh nein, wir sind hier doch nicht etwa auf der Haifischinsel? Doch, wir sind es. Aber gut, Gott sei Dank müssen wir da jetzt nicht hoch. Denn der Krux ist hier irgendwo anders. Es wäre noch toller, wenn wir erstmal diesen Tornado wieder beschwören müssten. Hallo Baum! Mein Name ist Link und ich habe Wasser für dich. Tada! Verdammt, ich habe schon wieder meinen Namen gesagt. Ich bin nicht Link, nein, ich bin der maskierte Sidequestler. So. So, ich bin der maskierte Sidequestler, a.k.a. Mr. Greenpeace, a.k.a. der Mann in Grün, a.k.a. Ja. Naturfreund. Ich bin ein Naturfreund. Auf nach diese Insel da. Das Schöne ist, dass wir jetzt nicht weiterfahren müssen. Für einen zumindest.
Blöder Wind. Power to the wind. Okay, auf eine dieser Inseln, von der ich mal runtergefallen bin. Meine persönliche Fail-Insel, kann man sagen. Müsste dieser Krug sein. Da ist er. Na los. Komm schon, noch ein paar Meter. Egal, den Rest schwimme ich, Boot. Du nichts Taugendes. Zu nichts bist du zu gebrauchen, Boot. Könntest auch mal einen neuen Speed hier vertragen. Wie wär's mal mit Motor statt Segel? Siehst du, Terry hat einen Motor. Warum haben wir sowas nicht? So, Krugs, da ist er. Wir sind da. Hallo. Und sonst so, Krugs, wie geht's dir so? Alles cool. Baum. Hallo, Baum. Sehr ausdrucksstark, der Baum. Juhu! Und einmal mehr ändern wir den Wind, denn wir müssen von hier aus, nämlich nach Süden irgendwo. Ich habe jetzt gar nicht auf die Karte geguckt, das war jetzt natürlich nicht schlau, aber ich glaube, das war jetzt richtig, was ich gemacht habe. Bam! Ja, müsste stimmen. Und es wird wieder eine Insel sein, die wir noch nicht kennen, auf der wir noch nicht waren. Ich spoiler hier alle Inseln. Juhu, da sind wir auf der nächsten Insel, die ich jetzt hier spoilern werde. Und hier haben wir auch schon wieder einen Schatz gesehen. Verdammt. Immer diese Schätze. Aber wir können das jetzt alles leider noch nicht holen. Ich muss jetzt erstmal diesen Krug suchen. Wo bist du, Krug? Bist du da? Nein. Bist du da? Ah, oh, jetzt muss ich ihn auch noch suchen. Oh, jetzt höre ich hier schon wieder so eine Angreifer. Ich möchte nur zum Krug, Mann. Ich habe nichts mit euch zu tun. Ich möchte doch nur einen Baum retten, verdammt. So. Bitte, Baum. Nicht zu danken. Tada. Ja, die Bäume sehen irgendwie alle gleich aus. Es wäre natürlich klug gewesen, wenn ich mit meinem Boot hier gleich rangefahren bin. Wer? Es wäre schön, wenn wir so ein Feature hätten, dass wir unser Boot rufen können. Oh, ein blauer Schleim. Ah, egal. Wir kommen ja hier nochmal her. Auf dieser Insel habe ich noch nichts zu suchen, Leute. Also. Weiter geht's zur nächsten. Ja, Leute, wir sind bei der Mutter- und Kindinsel angekommen. Lange waren wir nicht mehr hier und wir werden hier auch eigentlich nie wieder herkommen müssen. Aber auch hier hat sich ein Krugs versteckt und ein Baum gepflanzt, dem wir soeben geholfen haben. Wir hätten uns leider nicht hierher teleportieren können, denn wenn wir das täten, dann würden wir leider in dem riesigen Krater da landen. Das ist natürlich nicht so toll. Naja, auf geht's zum nächsten. Zum letzten, yeah. Und zeitlich müssen wir das ganz gut hinbekommen, hoffe ich. Oh mein Gott, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Boah, Alter, Boah, Action pur hier. Wir werden hier für unseren letzten Krugs noch aufgehalten. Und ich muss mich beeilen, die Zeit läuft gegen uns. Wir haben schon so viel Zeit verbraucht jetzt. Aber mein Wasser glitzert noch, das heißt, es ist noch aktiv. Und wir müssen jetzt den Krugs finden. Wo bist du, Krugs? In der Mitte! Und! Ja, wir haben es geschafft, Leute. Alle 8 Bäume sind geheilt und können jetzt wachsen. Ja, und da erstrahlt dein Helm Licht und wow, das Wasser hat wirklich magische Wirkung. Ein riesiger Baum ist entstanden und zum Dank, dass wir all diese Bäume gerettet haben, bekommen wir ein Herzteil, Leute. Juhu! Und damit bekommen wir auch einen ganzen Herzcontainer dazu und wir haben jetzt schon die Hälfte der zweiten Reihe fertig. Das ist doch mal was. Also, wir haben schon sehr viel geschafft wieder. Angesichts der Zeit muss ich leider den Part jetzt beenden. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf der Insel hier wieder im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!